Aussage davon. Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Okay, jetzt wird's langsam ungemütlich. Hier ist der Geist geflohen. Jetzt wird's richtig unangenehm. Was ist hier los? Was ist hier los? Da. Das Mädele. Dunkelstahlplatte. Wo bist du, Madame? Milady? Kuckuck. Oh, das knarzt so richtig. Oh, shit. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Hier heult erstmal jemand schön. Ups. Jetzt bin ich gespannt. So. Was erwartet mich denn hier? Sieht mir aus wie ein Kittel. Wie eine Zwangsjacke. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Aufnehmen. Tagebuch des Magiers Alexander, Teil 2. Tag 346. Ich habe Ratten nie gemocht. Das liegt weniger an ihren obszönen Schwänzen als vielmehr an ihrer lebhaften, verstörenden Intelligenz. Sie scheinen stets zuzuhören, wenn man glaubt, nur mit sich selbst zu reden. Noch schlimmer, sie scheinen zu verstehen. Vor ein paar Tagen ertappte ich mich dabei, mit einer zu reden, mit einem besonders großen schwarzen Männchen, dem ein Ohr fehlt. Zunächst wurde ich von Sorge überwältigt, dass mein Verhalten auf den Beginn der Krankheit zurückzuführen wäre, aber das war natürlich unmöglich, da ich meine Immunität mit mächtigen Zaubern verstärkt habe. Später folgerte ich, dass es sich nur um einen natürlichen, schwer zu überwindenden Reflex handelte. Wir Magier mögen es, wenn man uns zuhört. Ich habe die schwarze Ratte in einem separaten Käfig untergebracht. Vielleicht bekommt sie noch ihre Chance, an den Versuchen teilzunehmen. Bis dahin kann sie mir Gesellschaft leisten und beobachten. Mir fällt auf, dass sie die infizierten Nager mit großer Konzentration beobachtet. Vor allem solche in den letzten Krankheitsstadien. Sehr interessant. Ich könnte mir keine bessere Gesellschaft wünschen. Viserat meidet das Labor und hat auch den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass seine Tochter sich von mir fernhält. Zunächst dachte ich, er hätte moralische Bedenken. Diese wären zu lächerlich gewesen. Doch dann erklärte er, dass Annabelle schon immer eine labile Psyche hatte und der Anblick der Kranken sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die Bauern, die an der Studie teilnehmen, sprechen nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht, was sie sich von dieser Demonstration versprechen. Als Konversationspartner taugen sie ohnehin nicht. Da ist natürlich die Frau, aber was sie betrifft, versuche ich, meine Kontakte zu begrenzen. Tag 362. Meine schwarze Ratte ist tot. Ich habe sie heute zusammengekrümmt im Käfig gefunden. Vielleicht wurde sie versehentlich infiziert. Bei der Autopsie konnte ich allerdings keine Krankheitszeichen entdecken. Gut ernährt war sie auch. Seltsam. Aus medizinischer Sicht ist ihr Tod rätselhaft. Und ich muss eingestehen, dass dies den Gelehrten in mir irritiert. Aber ich erwähnte ja, dass ich Ratten nie gemocht habe. So, so. Tap, tap, tap. Succubus Absud. Oh Gott.
Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Das ist alles andere als gut. Teil 1. Tag 237. Meine Experimente zeitigen weiterhin Ergebnisse. Komisches Deutsch. Die ich als unzuverlässig betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist das schäbige, fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem zu arbeiten, ich gezwungen bin. Entgegen seiner Zusicherung ist Viserat außerstande, mir genug gesunde Exemplare für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt und verstört. Ich verschwende täglich viel Zeit damit, sie zu waschen und zu entlausen, bevor ich sie auch nur einen Fuß in mein Labor setzen lasse. Sterilität ist das Wichtigste. Wie Marty Sordrigan in ihrer wenig bekannten Arbeit beweisen konnte, spielt die Einstellung des zu behandelnden Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Leider zeigen die Freiwilligen, die mir geliefert werden, kein ausreichendes Verständnis für die edle Arbeit, deren Teil sie sind, geschweige denn irgendeine Begeisterung. Tatsächlich betrachten sie die Forschung offenbar als Teil ihrer Strafe. Ich bin zwar kein großer Redner, aber ich habe schon mehrfach versucht, sie zu überzeugen, dass sie zur Ausrottung einer der übelsten Seuchen beitragen, von der die Menschheit geplagt wird. Leider hat es den Anschein, dass sie nicht viel verstehen. Vielleicht ist ihre Begriffsstutzigkeit auch den ersten Krankheitsstadien geschuldet. Natürlich erfordert jeder Erfolg große Opfer. Die meisten von ihnen werden ihr Leben auf dem Altar der Forschung opfern müssen. Doch das ist ein Opfer, das zu erbringen ich bereit bin. Schön, dass du das erbringen kannst. Axi. So. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Ich bin ein Hexer. Ich bin ein Hexer. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, wer war er? Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Was ist hier im Turm passiert? Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein, sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war das für ein Trank? Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun.
Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Dein Geliebter hat sich also nicht gerettet. Warum? Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Gott, im Turm liegt auch eine frische Leiche. Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Kannst du mit den anderen Seelen sprechen? Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Graham, erzähl mir von ihm. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Du stehst im Zentrum des Fluchs. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt.
Ich will ihm vergeben, aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich?